Berlin, 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 Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin, Berlin, Berlin. Köln, die Schwanzlutscher. Berlin. Willkommen in Berlin, Brandenburg. Geburtstag in der ersten Mal. Ja, hey, hey und herzlich willkommen zu Das ist Berlin, Dicker. Und ich habe gerade im Chat gesehen, wunderbar, Anne, warte. Oder wie war das? Habe ich mich ein bisschen beleidigt gefühlt, muss ich sagen. Oh, Alex Bukowski für 900 Bits, das muss man natürlich direkt machen, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Kauft ihr reines Heroin und nicht den Dreck, den sie sonst bei euch in Berlin anbieten. Aber wenn du groß holst, kriegst du gut. Du bist so wund. Warte mal. Nee, guck mal, das geht so. Cooler Typ. Ah, nee, warte. Ah, nee, warte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Warte mal, was war das hier? Egal. Pass auf, Leute. Wir haben heute wieder ein paar lustige Stories für euch dabei. Mit wir meine ich mich. Und mit Stories meine ich immer noch Stories. An der Zahl sind es 5 dieses Mal und wir haben dieses Mal keine einzige Crash-Geschichte. Und ich habe auch die ganzen Messerstraftaten, die lasse ich für den Sonntag übrig. Ihr wisst ja, wie es ist, wa? Das wird ja alles aufgearbeitet. Aber man möchte in Berlin auf jeden Fall jetzt das Gesetz ändern, weil ganz ehrlich, Schwarzfahren ist ja eigentlich schon sowas wie ein Volkssport. Ja, das ist ja wie in Italien, Steuerhinterziehung ist in Berlin Schwarzfahren. Und das hat jetzt auch der Berliner Senat erkannt und möchte jetzt Gesetze ändern. Nämlich Schwarzfahren mehr oder weniger entkriminalisieren. Rot-Rot-Grün hat sich entschieden, den Schwarzfahrern freie Fahrt. Ja, und der Senat hält Ersatzfreiheitsstrafen für Geldstrafen für unfair. Was es also heißt, ist, dass die normale Kette der deutschen Gesetzgebung oder generellen Gesetzgebung, also diese Eskalationskette, ausgesetzt wird. Das heißt, du kriegst eine Geldstrafe, zahlst diese nicht. Normalerweise kriegst du dann mehr Geldstrafe, mehr Geldstrafe, mehr Geldstrafe und irgendwann kommen die netten Herren, wie bei Paul Brandenburg, vorbei und machen hier FBI Open Up. Und dann knallt's. Nur, dass es jetzt nicht mehr knallt. Und die Justizsenatorin Lena... Den Namen habe ich eben noch nicht gelesen. Lena Crack. Ist doch nur in Berlin und die ist wahrscheinlich auch auf Crack. Aber Lena Crack von der Linken, ja, die wissen am besten, wie Justiz funktioniert, sagt, es sei ungerecht. Ja, sie fordert eine Entkriminalisierung vom Fahren ohne Fahrschein. Die Opposition sieht das nicht so ganz so, weil man nimmt dem Staat die Sanktionsmöglichkeiten, was halt einfach auch so ist. Das heißt, Schwarzfahren ist ab jetzt so, kriegst Geldstrafe. Sagst, okay, zerreißt, schmeißt in den Müll. Wie Parktickets in Prag. Und dann kommt der Nächste, schmeißt wieder in den Müll. Und das war's. Es kommt kein roter Brief. Es kommt ein gelber Brief, aber kein roter. Wunderbar. Schön. Aber ganz ehrlich, hey, für mich, ich bin jetzt auch nicht so blöd. Ich zahle jetzt auch kein Ticket mehr. Also, was soll das eigentlich hier, wa? Naja. Apropos Justiz. Es gab in Berlin, wie jede Woche, Hunderte. Marco Reus gefällt das. Sehr guter. Es gab wie jede Woche in Berlin einige Brandanschläge. Mal wieder einige Autos gebrannt. Aber dieses Mal, ja, jede Woche brennen 10 Karren oder sowas. Mindestens. Manchmal auch weniger, manchmal mehr. Manchmal 20 auf einmal. Dieses Mal hat es das Auto eines Falschen erwischt. Dieses Mal haben sie mit den Falschen gefickt, nämlich mit Politikern. Es gab einen Brandanschlag auf das Auto der Berliner Innensenatorin. Von wem wohl? Ja, von Linksextremisten, natürlich. Also ich glaube, es gab keinen einzigen rechtsextremistischen Autobrandanschlag. Also es ist halt Antifa, was die machen. Ne? Und jetzt haben die sich aber gesagt, das finden die blöd. So, hey, wie? Also ich meine, es ist ja angenehm, wenn du dir beim Nachhausegehen die Hände wärmen kannst, aber doch nicht an meinem Auto. Das findet die Frau blöd.
Selbstverständlich. Iris Spranger findet es nicht so schön, dass bei ihrem Privathaus ein Angriff auf die Demokratie stattgefunden hat. Ja, wie, was, wenn es deine Karre ist, die brennt, dann ist es ein Angriff auf die Demokratie. Ist es irgendwie so, dass immer, wenn es irgendwas mit einem Politiker ist, ist es ein Angriff auf die Demokratie? Dieser Terror ist inakzeptabel. Schön, dass du es merkst. Meine Güte, ey. Gedanken sei bei es ist wirklich eine geisteskranke Frechheit, dass sie sich jetzt schicken sie sich an, was zu machen. Wenn die Scheiße vor der eigenen Haustür liegt. Selbst meiner Familie wurde mal eine Karre abgebrannt, ja. Und in mein Auto ist auch mal nachts ein betrunkener Chinese reingefahren, auch keiner interessiert. Aus in Berlin ist die superreich, oder was? Ja, ist wahrscheinlich neben Bushido. Naja, auf jeden Fall haben sie es jetzt wohl gemerkt. Mal sehen, wie lange es dauert, bis nichts passiert. Wie immer. Naja, apropos nichts passieren. Das ist das Gegenteil von dem, was jetzt passiert. Aber es passt ganz gut thematisch mit Brandanschlägen. Die Feuerwehr. Ah, nee, warte. Mr. Nemo, herzlichen Glückwunsch, sage ich schon. Herzlich willkommen. Die Berliner Feuerwehr ist jetzt besser ausgestattet. Ich meine, sie muss ja täglich ausrücken für brennende Autos. Jetzt haben sie aber ein neues Fahrzeug, um diese zu löschen. Nämlich die erste E-Feuerwehr. Sieht nicht nur bescheuert aus, ist es auch. Erstens, warum genau muss ein Feuerwehrauto tiefgelegt sein? Das sehe ich noch nicht so ganz passiert. Was ist, wenn es irgendwo mal einen Nubbel im Asphalt gibt? Da ist eine Ölwanne durch oder was? Ah nee, ist ja ein Elektroauto. Können sie also ihn machen. Die müssen ja nämlich nicht hochgelegt sein wie normale Feuerwehrautos. Aber naja, es sieht nicht nur bescheuert aus, es ist auch bescheuert, sagte ich. Und das ganze Ding hat eine Reichweite von 60 Kilometern. Okay. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man damit einberechnet, wie lange man in Berlin im Stau steht, selbst als Feuerwehr. Wenn man mal geguckt hat, wie gut die Leute die Rettungsgasse bilden können, das ist nicht weit her. Generell Autofahren ist ja nicht weit her. Aber 15 Tonnen CO2-Einsparung mit 60 Kilometer Reichweite, sagen sie. Geil. Das ganze Ding wurde entwickelt für insgesamt, für insgesamt 1,5 Millionen Euro seit 2018. Das Geld stammte aus einem Europafördertopf. Also aus Deutschland, selbstverständlich. Berliner Feuerwehr hat 180.000 Euro beigesteuert. Weil ganz ehrlich, ihr wisst ja, wie es ist. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen weniger CO2-Ausstoß bei Feuerwehrautos. Selbstverständlich. Also wenn irgendwer das geringste Problem von CO2-Ausstoß und Smog in der Stadt ist, dann sind es fucking Feuerwehrautos. Aber naja, es gab dazu dann technische Störungen und Ladeprobleme nach einem Software-Update und ein Ausfall der Ladeinfrastruktur auf der Feuerwache Suarez. und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Das ist übrigens das weltweit dritte betriebene Feuerwehrauto. Da siehst du auch, wie dringend wir das brauchen. Ich zitiere. In beiden Fällen konnte das Projektfahrzeug trotzdem in einem dieselelektrischen Betriebsmodus weiter eingesetzt werden. Denn zur Sicherheit treibt ein BMW-Dieselmotor im Notfall einen Generator an, der Strom liefert. Das heißt, das Kackding, weil die Software nicht geschissen bekommen, lädt das Auto mit einem Dieselmotor auf, damit es dann emissionsfrei Feuer löschen kann. Das ist Berlin, Digga. Ich sag's euch, das ist wirklich eine der behindertsten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ach, du Scheiße, Mann. Dieselelektrischer Motor, ihr wisst, wie es ist. Sowas wie Hybrid, ja. Nur behinderter. Okay, Leute, pass auf. Wir haben noch einen. Wir haben noch zwei. Das ist sogar eine kleine White Pill, den nehmen wir noch so mit, ja. Übers Wochenende ist die Corona-Inzidenz erheblich gefallen in Berlin. Und wisst ihr, woran das liegt? Weil die Bezirke sind ein bisschen based und haben einfach keine Zahlen gemeldet. Einfach gesagt, yo, scheiß drauf, sitzen hier entspannt am James-Simon-Ufer. Und chillen und sagen einfach verlängertes Wochenende. Ja, Karl, so schlimm ist es nicht. Wir müssen hier nichts posten, nichts veröffentlichen. Interessiert die Leute auch nicht mehr.
Wissen Sie was? Wissen Sie was? Wir sind auch hoch und wir sind leise. Wir müssen nichts melden. Aber hey, finde ich cool, weißt du? Finde ich cool. Mach mal öfter verlängertes Wochenende und auf einmal merkst du, hey, ob wir Zahlen melden oder nicht, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Haben wir nur keine Schlagzeile mehr bei. Oh yes, Daddy, subscribe me harder, you Schwanzlutscher. Übeltyp. Willkommen. Die FFP2-Maske kommt jetzt auf den Pöppes, ja. CO2-Filter für den Arsch. Also nicht nur für den Arsch. So. Eine sehr schöne. Und jetzt am Ende, als letzte, haben wir nochmal eine tolle Geschichte, die ich euch ein bisschen beschreibend durchgehen möchte. Während eines C-Jugendspiels auf dem George Floyd Sportplatz im Poststadion wurde der BAK 07 gegen den SC Starken spielte, ist ein etwas unentspannterer Vater hat sich gedacht, hey, also sein Sohn wurde gefoult. Und der starken Spieler hat nachgetreten. Muss sagen, okay, nicht so korrekt. Ja, und ich meine, in anderen Städten wäre dann, ja, hätte der Vater ihn angeschrien, beleidigt oder sonst was. Bei uns läuft es ein bisschen anders. Wir waren auf dem starken Sportplatz und der Vater hat sich entschieden, hey, er zieht ein Messer und geht erstmal den 14-jährigen Jungen würgen und mit dem Messer bedrohen. Wie man es halt so kennt, war. Also das Übliche halt. So, erinnert mich sehr an South Park mit Randy Marsh und den Little League-Spielen. Aber bisschen motivierter und nicht auf andere Daddys, sondern halt auf die Ausgeburt des Daddys. Der bewaffnete Mann soll dabei ich-stech-dich abgerufen haben. Wahrscheinlich nicht ich-stech-dich ab, sondern ich-stech-dich ab. Aber das ist nur reine Mutmaßung. Vor allem beim BAK-Spielen auf jeden Fall immer Klaus und Thomas und Peter. Ihr wisst doch, wie das ist. Und die Reaktion darauf von einem des BAK-Jugendleiters, der sagte, das ist ein No-Go. Echt? Das ist ein No-Go, mit einem Messer auf einen 40-Jährigen loszugehen, auf dem George Floyd Sportplatz und ihn zu würgen? Das ist auch eine geile Idee, wa? Der ist aber ein Starken. Starken ist, zählt nicht mehr. Das zählt nicht mehr zu Berlin. Also offiziell schon, aber ihr wisst, wie es ist. War es viel spannender. So, als würdest du sagen, keine Ahnung. Keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Aber ja, ein absolutes No-Go. Kann ich gar nicht verstehen. Das Opfer kam mit einem blauen Fleck am Hals davon. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Junge ist nicht mehr so motiviert, jemanden zu faulen. Muss man so sagen. Ich sag, der spielt auf jeden Fall. Das nächste Mal wird der ein paar Mal überspielt als Verteidiger. Einfach geil. Ich glaube, das Video dazu kann man bestimmt auch noch finden. Kann man ja dazu schicken, wenn er will. Kann man es angucken. Aber no goal. Ja, was fault er denn auch? Ja, was faulst du mein Kind einfach? Messer. Schön, Leute. In dem Sinne, ab ins Berliner Outro und dann machen wir weiter mit ein bisschen Reaction-Shit. Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, 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 Berlin